Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Ihr Kompletteinrichter. Der Zweckverband Frohnbach veranstaltete aus Anlass des Internationalen Tages des Wassers am 23. März einen Tag der offenen Tür. Trotz des unangenehmen Wetters nutzten viele Interessierte die Möglichkeit, die zentrale Klärwasseranlage in Niederfrohna unter die Lupe zu nehmen. Weil wir Nachbarn sind, in mittelbarer Nähe, uns das interessiert, was hier gebaut und gemacht wird. Wir werden ja mit entsorgt, Brunsdorf, über das Klärwerk hier von den Zweckverbänden. Und da mal interessant, wie die Technik so hier so jetzt momentan der Stand ist. Das interessiert mich halt mal, das mal zu sehen, wie die Entsorgung so erfolgt hier. Ich sag mal, als Niederfrohner und Anlieger ist man natürlich interessiert an dem, was so in der Nachbarschaft passiert. Und wenn es so die Gelegenheit gibt, das mal so anzuschauen, ist das doch eine schöne Sache. Also mich hat das mal veranlasst, weil ich der ehemalige auch Verbandsvorsitzende von dem Zweckverband hier in Niederfrohna bin. Und deshalb ist es natürlich selbstverständlich, wenn Tag der offenen Tür hier stattfindet, dass der alte Verbandsvorsitzende und alte Bürgermeister sich hier natürlich mal sehen lässt. Also wir wohnen in Niederfrohna und sind eigentlich immer interessiert daran, was hier auch passiert und finden eigentlich auch die technischen Abläufe und die verfahrenstechnischen Hintergründe von so einem Klärwerk ganz spannend. Es wird allerhöchste Zeit. Den letzten Tag der offenen Tür haben wir gemacht zu unserem 20. Jubiläum 2015. Und der Oberbürgermeister war angesprochen von Bürgern der Stadt, die sagten, da vielleicht können wir das Ganze auch mal sehen und nicht nur Leute aus dem Ausland. Wir haben also sehr, sehr viel Besuch aus Dänemark, aus Jordanien, Holland, Österreich, aus den USA. Und das hat sich rumgesprochen. Und natürlich sind wir erst recht offen für unsere Bürger, dass die sich informieren können bei uns. Also das wollen wir uns überhaupt nicht nachsagen lassen, dass wir für diejenigen, die das alles bezahlen, diese Abwasserbeseitigung, die wir für sie betreiben, dass die hier irgendwie ins Hintertreffen geraten. Dass man sich international für die zentrale Klärwasseranlage in Niederfrohna interessiert. Das ist nicht das Klärwerk an sich, das ist so interessant sicherlich nicht, sondern das ist die Besonderheit, dass unser Klärschlamm nicht den Weg über die Verbrennung findet, um dort irgendwann mal als Asche einer sogenannten Phosphorrückführung zugeführt zu werden, sondern wir veredeln unseren Klärschlamm hier selbst, indem wir ihn trocknen an Ort und Stelle, ihn kompaktieren und im Anschluss unter Luftabschluss bei hohen Temperaturen mineralisieren. Und übrig bleibt ein schwarzkohlehaltiges, phosphatreiches Mineral, welches wir als Additiv zur Aufbereitung von Wirtschaftsdüngern abgeben an Gärtner, Landwirte und so weiter. Und das macht das Ganze zur Besonderheit. Wir haben von der Aktivkohle, die hier vertrieben wird, ein bisschen was entnommen, schon vor ein paar Wochen, haben das verarbeitet und wollten nochmal wissen, wie sich das verhält, wenn man es im Garten verwendet. Bei der Besichtigung der Anlage, in der durch Pyrolyse die Klärschlammveredelung stattfindet, erfuhren die Besucher Näheres über das entstehende Carbonisat, das frei von Keimen und organischen Fremdstoffen, dafür reich an Phosphor, klimaschonend, bodenverbessernd und humusfördernd wirkt. Ausführlich informieren darüber Karin und Steffen Heinrich im Buch Vom Abfall zum Gartengold, das im Mironde Verlag Niederfrohna erschien. Diese Anlage läuft seit Januar 2020. Ununterbrochen. Also wir haben 4 Jahre hier bereits rum und es sieht danach aus, dass es dann noch viele Jahre werden könnten. Sehr zuverlässig und sehr gut. Und die Gäste aus dem Ausland vor allem kommen her, um sich sehr viel abzuschauen, zu kopieren und vielleicht Schwesteranlagen zu errichten. Eine solche Schwesteranlage ist bereits errichtet. Wir hatten vor 2 Jahren US-amerikanische Farmer hier zu Besuch und diese Farmer wollten ihre Böden fruchtbarer gestalten. In die USA sind die kennzeichnet durch einen sehr, sehr hohen Humusschwund aufgrund industrieller, intensivster Landwirtschaft. Ja, und einer dieser Farmer hat jetzt vor einigen Wochen den Probebetrieb gestartet einer Schwesteranlage. Sie nennen es Neue Niederfrohna und diese Anlage Neue Niederfrohna steht in Illinois. Und insofern werden wir keine US-amerikanischen Gäste wohl mehr haben, weil die fahren alle zu der dortigen Referenz. Aber aus Dänemark vor allem kommen sehr, sehr viele Nachfragen, um sich hier zu erkundigen,
inwieweit man das auch anderswo so anwenden kann, wie wir das tun. Die Anlage ist wunderbar. Es war interessant. Einfach zukunftsorientiert. Beeindruckend, dass da Gäste aus der ganzen Welt auch kommen, um sich diese Technik anzuschauen und eben auch in andere Länder zu übertragen. Die Pyrolyseanlage war nur ein Teil, den man zum Tag der offenen Tür besichtigen konnte. Es gab verschiedene Führungen, wie der Rundgang Klärwerk, bei dem man viel über die einzelnen Reinigungsstufen erfuhr. Angeboten wurde außerdem der Laborkurs, bei dem den Besuchern die Labortätigkeit vorgestellt wurde und sie in Augenschein nehmen konnten, was sich im Abwasser alles bewegt. Gut besucht waren ebenfalls die Führungen Leitwarte Maschinentechnik. Also unsere Bürger, unsere Nutzer, sage ich jetzt mal so, also die Grundeigentümer und von Grundstücken und die Mieter, die ihre Exkremente und Abwässer uns anvertrauen, die sollen auch durchaus erfahren dürfen, was über den Weg durchs Kanalnetz bis zu uns mit ihrem Abwasser erfolgt, was da geschieht. Tja, was soll ich sagen? Das Kanalnetz hat bei uns 150 Kilometer Reichweite oder Umfang. Davon sind etwa 2/3 in den letzten 30 Jahren neu errichtet. Wir haben also einen sehr guten Erneuerungszustand. Wir sind schon zum zweiten Mal hier und es interessiert uns immer wieder. Was ist das Beeindruckende? Die Technik, was da alles wirklich gebaut und gemacht worden ist. Und vor allen Dingen stinkt nicht mehr. Ich bin begeistert über all die Dinge, die wir hier so zu sehen kriegen und wie unser Wasser gut gereinigt wird. Bin ich immer wieder begeistert davon. Und es ist unheimlich interessant, die Technik ist beeindruckend, wie das alles vollautomatisch abläuft und was das zum Schluss dann auch wirklich das saubere Wasser wieder in den Bach fließt. Also es war sehr aufschlussreich. Für so einen relativ kleinen Ort, wenn man hört, dass die Anlage seit 20, 25 Jahren quasi zum gleichen Preis hier die Abwässer für die Gemeinde entsorgt, ich finde das einfach super. Und wenn man dann den Dr. Heinrich erlebt, wie engagiert er seine Anlage erklärt, ist einfach immer wieder schön. Wie der Geschäftsführer Steffen Heinrich stolz erklärt, ist die Kläranlage in einem tipptopp Zustand, auf dem modernsten Stand, hat wenig Betriebskosten. Wir erzeugen 55% unseres Energiebedarfs selbst. Wir haben eine extrem energiesparende Technologie. Der spezifische Energiebedarf unseres Klärwerks liegt bei etwa 19 bis 20 Kilowattstunden je Einwohner und Jahr. Als absolutes theoretisches Minimum gelten 17 Kilowattstunden pro Einwohner und Jahr. Wir sind da also ganz, ganz weit vorn. Und das führt dazu, dass wir als Zwergverband, nenne ich uns mal, mit unseren 18 Beschäftigten, davon sind bloß 9 im technischen Bereich, sehr gute ökonomische Kennzahlen haben und wir sehr wirtschaftlich sind. Für den Bürger, der sich das angucken darf, äußert sich das darin, dass die Gebührenbelastung, die ihn betrifft, er bezahlt das ganze Jahr, auf dem Niveau von 1998 ist. Also die Entgelte liegen auf dem gleichen Niveau wie vor 25 Jahren bei all den Preissteigerungen, weil wir eben diese Preistreiber, vor allem Elektroenergie und die Klärschlammentsorgungskosten, weil wir denen ganz gut Paroli bieten können. Wer den Tag der offenen Tür am 23. März verpasst hat, wann gibt es den nächsten? Wir wollen es einfach abhängig machen von der Nachfrage. Wir hatten heute eine recht hohe Nachfrage. 106 Leute hatten sich angemeldet. Wir hatten doch einige spontane Besucher, auch aus der Ferne übrigens. Also der Besucher, der am weitesten entfernt zu uns hier reist ist, kommt aus Kiel. Und dann hatten wir aber auch aus Frankenberg einen Kollegen zu Besuch von einer dortigen Kläranlage, der sich bei uns informiert hat. Das freut uns sehr. Und auch eine zahlreiche Anzahl von Chemnitzern und natürlich Niederfrohnaer und Limbach-Oberfrohnaer Bürger. Also eine gute Mischung. Viele Kinder dabei, auch ganz wichtig, dass die recht früh an die Technik herangeführt werden. Und zudem etwas Heimatkundeunterricht erhalten. Riedel und Dietz oder Non, wie sie heute heißen, färbt heute nicht, wie es aussieht. Sonst sieht man hier links, dass es hier dunkel kommt. Und die Limbachschen, bei denen ist es honigfarben, wenn ich das mal so sagen darf. Ja? Also heute scheißen sie beide honigfarben. Da sieht das so aus, wie es jetzt ist. Also der Limbachsche, der Hauptsammler A, kommt von hier links und schlängelt sich entlang des Fahrbachs.
Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Hauptstraße 56a. Sie finden bei uns trendige Einrichtungskollektionen mit passenden Polstern zum Wohlfühlen für die gesamte Familie. Das Depot Pohl Ströer im erzgebirgischen Gelenau lädt zur Osterschau 2024. Bis 7. April werden Schmuck und Künstlereier aus der Sammlung von Dr. Erika Pohl Ströer gezeigt. Zusätzlich einmalige Leihgaben von weiteren Sammlern und Künstlern. Im Mittelpunkt der Sonderausstellung steht diesmal das Thema Blütenträume auf dem Ei. Österliche Volkskunst ergänzt auf liebevolle Weise die Schau. Außerdem sind Puppen, Bären und selbstverständlich Osterhasen in Szenen zu erleben. Liebevoll arrangiert wurden ebenfalls wieder viele Autos aus der weltgrößten Sammlung historische Kinderfahrzeuge. Das Café in der zweiten Ausstellungsebene bietet Gelegenheit zum Verweilen und Handwerker, Künstler sowie Händler bieten Waren an und zeigen seltene Techniken. Osterschau 2024 im Depot Pohl Ströer im erzgebirgischen Gelenau. Bis 7. April, Freitag bis Sonntag, Ostermontag und zusätzlich in der Osterferienwoche von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Mehr Infos unter www.lopesa.de. Sattkabel in Burgstedt ist der Spezialist für das schnelle und preiswerte Highspeed-Internet über Fernsehkabelnetz. Bei uns surfen Sie nicht nur mit Höchstgeschwindigkeit, sondern sichern Ihre Daten auf entfernten Servern, können Fernsteuerungen in Echtzeit durchführen und spielen mit einem Superping. Hinzu kommt das Telefonieren in bester Qualität bei kostenloser Rufnummernmitnahme und günstigen Minutenpreisen. Lassen Sie sich beraten zu unseren attraktiven Komplettangeboten. Entweder vor Ort im Ladengeschäft oder telefonisch unter 03724 666 535. Besuchen Sie unsere Website sat-kabel-online.de. Der Modellbahnclub 322 Liechtenstein öffnete am 23. und 24. März seine Vereinsräume für Besucher. Es fand wieder eine Frühjahrsausstellung statt. In der Corona-Zeit initiiert, hat diese Ausstellungsvariante das Zeug, zur Tradition zu werden. Es hat sich die letzten zwei Jahre bewährt. Wir hatten es ja vor zwei Jahren mit Ende der Corona-Zeit erstmalig probiert, war ein voller Erfolg. Und ist ja voriges Jahr sehr gut angenommen worden und deswegen haben wir beschlossen, wir machen es auch dieses Jahr wieder. Und Stand jetzt sind wir mit den Besuchern zufrieden, also mit der Besucherzahl. Und die Leute freuen sich, dass wir nochmal Ausstellungen machen. Wir sind ja fast der einzige Modellbahnclub, der um die Zeit dann noch einmal Ausstellung macht und wird gut angenommen. Das freut uns. Das kalte, windige Frühjahrswetter spielte natürlich mit. Bei dem Zug ist die Leute eher zu Innenveranstaltungen als in die freie Natur. Es sprach sich sicherlich schon herum, dass der Liechtensteiner Modellbahnclub in diesem Jahr sein 60. Jubiläum hat. Wird groß gefeiert? Eigentlich nicht. Wir haben ja draußen die Bildergalerie haben wir mal neu gemacht.
Da haben wir mal eine Chronik zum 60-jährigen Bestehen dort veröffentlicht. Aber ansonsten, ja, ist eigentlich normaler Ausstellungsbetrieb. Also da machen wir jetzt deswegen nichts anderes. Etwas war anders und stach besonders Besuchern ins Auge, die regelmäßig zu Gast sind. Die grünen Pullover der Vereinsmitglieder. Das ist jetzt neu, ja. Das haben wir jetzt mal umgesetzt, dass wir auch einheitliche Kleidung haben. Gehört ja zum Verein dazu, ne, dass man sich auch in einem einheitlichen Outfit präsentiert und die Besucher auch sehen. Wer gehört eigentlich zum Verein dazu? Wer ist Besucher? Ne? Das hat jahrelang immer an verschiedenen Dingen gehabert und jetzt haben wir es endlich auch mal umgesetzt bekommen. Nach der Frühjahrsausstellung ist vor der Weihnachtsausstellung. Auch wenn es bis dahin noch dauert, werden die Vereinsmitglieder nicht auf der faulen Haut liegen. Die H0-Anlage soll noch einmal was umgebaut werden, aber das wird dann wohl erst nächstes Jahr sichtbare Ergebnisse tragen. Also dieses Jahr waren erst bei der Vorbereitung getroffen und nächstes Jahr soll dann über den Sommer dann da nochmal der Rechtsanlagenteil komplett umgebaut werden. Modellbahnanlagen hat der Liechtensteiner Verein, sehr unterschiedliche. Also bei uns gibt es von Spur N bis zur Gartenbahn eigentlich alles zu sehen. Ja, also Spur N, TT, H0, H0 Schmalspur, 0 Gartenbahn. Hier auf der von mir aus linken Seite noch eine Legobahn. Also es ist wirklich für jeden was dabei. Das Einzige, was uns fehlt, sind die ganz kleinen Bahnen, die Z. Und es geht ja noch kleiner, der Maßstab 1 zu 450, die Spur T. Da haben wir das zweite Winterferienwochenende mal einen Gastaussteller da gehabt und mal sehen. Vielleicht kommt er auch nächste Saison dann noch einmal als Gast hierher. Wäre es ein Plan, die ganz kleinen Spuren ständig ins Vereinsprogramm mit aufzunehmen? Ja und nein, vom Interesse her ja. Aber ja, räumlich sind wir ja dann doch langsam an unseren Grenzen. Also viel erweitern kann man nicht mehr. Und es ist auch ganz schön, das haben wir jetzt letztes Wochenende gemerkt, wenn man hinten noch so ein kleines Plätzchen hat, wo mal Gastaussteller mal kommen kann. Na, und mal mit einem Diorama oder irgendwie, wie eben gesagt, mit so einem kleinen Maßstab da mal ein kleines Highlight setzen kann. An Abwechslung mangelt es nicht, auch nicht auf den ständigen Anlagen, die immer wieder Veränderungen erfahren, was den Zugverkehr und ebenso die Landschaften betrifft. Deswegen freuen sich die Mitglieder auch. Auf die Zeit zwischen den Ausstellungen, wo man wieder ein bisschen bauen kann, ein bisschen basteln kann. Wie gesagt, vieles wird eigentlich nicht so ganz im sichtbaren Bereich sein, an der Elektronik, an der Technik und so weiter. Und ja. Die Zeit wird wieder schnell ran sein, wo wir uns wieder zur Vorweihnachtsausstellung treffen. Das wird schneller rumgehen, als wir uns das vorstellen können. Es war nicht Unhöflichkeit, dass in den Reihen der Besucher gesprochen wurde. Es wurde übersetzt, denn unter den Besuchern waren Gäste aus Tschechien. Ganz genau aus Heinichens Partnerstadt Usteck. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einem wirklich schönen Anlass. 5 Jahre Städtepartnerschaft Heinichen-Usteck. In den letzten 5 Jahren, seit Bestehen unserer Städtepartnerschaft, hat sich sehr viel verändert. In unseren beiden Ländern, aber natürlich auch in der Welt. Es gab die Corona-Pandemie, es gab den Einmarsch, den Angriffskrieg Russland in der Ukraine. Und ja, wir fühlen uns in den letzten 5 Jahren, war ja gefühlt ein Dauerkrisenmodus. Zu Gast waren ebenso Vertreter aus Dosten, eine weitere Partnerstadt von Heinichen. Angeführt vom langjährigen Bürgermeister und großen Freund der Stadt Heinichen, Lambert Lütgenhorst. Auch euch ein ganz herzliches Willkommen. Vom Bürgermeister der Stadt Dosten, Tobias Stockhoff, gab es einen Videogruß und Glückwünsche zum Jubiläum 5 Jahre Städtepartnerschaft Heinichen-Usteck. Sein Vorgänger Lambert Lütgenhorst war direkt vor Ort. In den letzten Wochen hatten wir in Dosten so einen großen Frühjahrsempfang, auf dem der Bürgermeister auch sehr intensiv über die Bedeutung von Städtepartnerschaften gesprochen hat. Die Stadt Dosten hat
Partnerstädte in England, in Irland, in Frankreich, in Israel und natürlich die größte und beste hier in Hainichen. Welche Hainichens beste Städtepartnerschaft ist, blieb offen. Aber Usteg ist schneller zu erreichen als Dursten. Ich selber war in den letzten 5 Jahren 4-mal in Usteg und freue mich schon auf den nächsten Besuch, sehr wahrscheinlich zum Jahrmarkt am 17. August. Ich durfte unter anderem 2-mal den Engelflug am 4. Advent besuchen, die Einweihung der sanierten Kirche in Konojedi, da war ich also auch dabei. Und beim Betriebsausflug letztes Jahr wurden wir ja von Herrn so aufmerksam und interessant durch Schloss geführt, durch die Kirche geführt. Also jeder Besuch war sehr schön. Es gibt ja viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn also auch in den nächsten 5 Jahren das ein oder andere wieder gemeinsam unternommen werden kann. Als zum Beispiel vor 4 Jahren die Fußballer von Slavoj Usteg hier waren, haben sie ja den Deutschen keine Chance gelassen und haben den EM-Erfolg von 1976 mit dem Elfmeter von Panenka erfolgreich weitergeführt. Ustegs Bürgermeister André Elisek, seit über einem Jahr im Amt, war zum ersten Mal in Hainichen. Wir bedanken uns ganz sehr für Ihre Einladung. Ja, in Ihre schöne Stadt. Wir sind heute zum ersten Mal bei euch. Und Ihre Stadt wirkt auf uns sehr freundlich und sehr positiv. Ich entschuldige eigentlich mein Dresscode, denn wir haben uns eigentlich warm dem Wetter angepasst, denn wir wollen eigentlich in dem Stadtpark die schönen Ostereier aufhängen. Wir schätzen sehr unsere Städtepartnerschaft, genauso wie auch den Herrn Bürgermeister Dieter Greisinger, der sehr freundlicher Mensch ist. Vielen Dank. Ich freue mich auf die nächste Zusammenarbeit. Und ich hoffe, dass wir gute und weitere Projekte zusammenarbeiten werden. Vielen Dank, wir freuen uns auf die schönen Stunden des heutigen Tages. Mitgebracht hatte er ein Geschenk, das er Hainichens Oberbürgermeister schon vorher übergab. Ein Geschenk erhielt ebenso Usteg, Ortseingangstafeln, die auf die Städtepartnerschaft hinweisen. Nach dem offiziellen Teil gab es noch ein kleines Kulturprogramm. Ein weiterer Tagesordnungspunkt war das gemeinsame Aufhängen von Ostereiern im Stadtpark. Eine Aktion, die in der Corona-Zeit geboren wurde und sich mittlerweile auch dank der Unterstützung durch die Partnerstädte zu einem großen Spektakel entwickelte. In der Futsal-Bundesliga wird nicht Meister, der am Ende die Tabelle anführt, sondern wer das Finale der Playoffs gewinnt. Zum ersten Viertelfinale begrüßt am 23. März im Hortsportzentrum Hohenstein-Ernsthal der Tabellenzweite Hort 05 Futsal den Tabellensiebten SV Pars Neu-Isenburg. Die Gastgeber machten schon in der ersten Halbzeit im Grunde alles richtig. Wir wollten heute definitiv gewinnen. Wir wollten den ersten Schritt machen, damit wir nächste Woche genauso konsequent weiterspielen können und dann halt sicher weiter sind und ein freies Wochenende zum Weitervorbereiten. Rechnete man damit, dass das definitiv gewinnen wollen zu einem Torfestival werden würde? Das auf jeden Fall nicht. Sagen wir so, die letzten 2 Spiele, die wir gegen Pars gespielt hatten, da hatten wir genauso viele Chancen, haben sie halt einfach nur nicht gemacht. Und heute war halt einfach die Krönung, heute war fast jeder Schuss drinne. Die nicht drinnen waren, konnte man verschmerzen, weil genügend andere Bälle versenkt wurden und es den Gästen nicht gelang zu verkürzen. 6:0 ging es in die Halbzeitpause. Im Anschluss lief es für Hort 05 Futsal weiter wie geschmiert. Die Gastgeber bauten ihre Führung aus, weil es die Gäste nicht schafften, nachzuziehen. 12:0 hieß es am Ende nach dem ersten Viertelfinale für Hort 05 Futsal. Ein erster wichtiger Schritt, das nächste Level zu erreichen. Ja, trotzdem in der Liga ist es, kann fast jeder jeden schlagen. Und sie haben genauso super gute Spieler. Aber heute war es Glück halt einfach auf unserer Seite. Man hat erstmal ein gutes Gefühl, wir haben den einen Sieg. Und wenn wir genauso stark spielen wie heute, dann denke ich, steht nichts im Weg.
Bis zum Rückspiel heißt es: In der Kabine einfach nochmal eine Minute Konzentration, einfach Ruhe und halt in der Woche stark vorbereiten mit Videoanalysen und ja. In der nächsten Runde stünde an: Nein, mit Hamburg oder Regensburg. Gegen Regensburg verlor Hot 05 Futsal im letzten Jahr das Finale. Wenn das der nächste Gegner werden würde, da muss man uns nochmal beweisen. Und gegen Hamburg, sagen wir so, ist eine spielerische Mannschaft, was uns vielleicht auch mehr liegt. Einer der Torschützen am 23. März war Rodi Weinhold. Ich freue mich, dass ich heute mein Tor geschossen habe und ja, bin super glücklich. Ein Fernsehfußballkommentator würde wahrscheinlich jetzt sagen, Limbach-Oberfrohna hat trotzdem gewonnen, weil Limbach-Oberfrohna im gegnerischen Team mitspielten. Die zwei lernten beim BSV Limbach-Oberfrohna das Handball 1x1. Aber nun spielen sie beim EHV Aue und traten mit der zweiten Mannschaft im Sachsenpokal-Halbfinale gegen den BSV Limbach-Oberfrohna an. Der spielt in der Verbandsliga West, die Gäste aus Aue eine Etage höher in der Sachsenliga. In der Großsporthalle bekamen die Erzgebirger Verstärkung aus der zweiten Bundesliga. Ivo Petkov mit der Nummer 7 spielt dort auch außen. Und Nico Blanken mit der Nummer 5, einer der zwei ehemaligen BSVer, im Rückraum. Sein Bruder Tim trat mit Nummer 22 in den Farben Rot-Grün für Limbach-Oberfrohna an. Der andere Limbacher aus Oberfrohna, der mit Aue anreiste, war mit Nummer 8 Timon Herdig. Der BSV wusste, dass er es schwer gegen das Auer Junior-Team haben würde. Also als amtierender Sachsenmeister war es klar, dass wir heute der Außenseiter sind und die Außenseiterrolle haben. Ich denke, wir haben unser Bestes gegeben, aber der Favorit hat heute leider gewonnen. Dabei sah der Start für die Gastgeber gar nicht so schlecht aus. Nach 85 Sekunden der Führungstreffer durch Toni Esche. Genau, mit 1-0 geführt und die Chance zum 2-0 gehabt, aber ja, leider haben wir da ein bisschen nachgelassen im Angriff und konnten das nicht weiterführen. Auch weil die Auer Abwehr eine gute Arbeit machte. Ein Bollwerk, das nur schwer zu überwinden war. Ja, die haben quasi den Kampf angenommen und haben sich ihre Lücken gesucht und haben die auch gefunden, leider. Ja, und deswegen, die waren halt deutlich. Man hat den Klassenunterschied gesehen heute, denke ich. Wenngleich Limbach-Oberfrohnas Spieler zeigten, dass sie ebenso nicht ohne sind. Aber Aue zog ab, den Abstand zum BSV vergrößernd. Der hätte es noch etwas spannender machen können, denn beim Torwurf wurde wieder einiges vergeben. Ich denke, wir hätten es ein bisschen enger gestalten können, das Spiel. Aber im Nachhinein würde ich sagen, es ist eine Leistung, die okay ist für uns. Mit 15:9 für Aue ging es in die Pause. In der zweiten Hälfte geschah ebenfalls kein Wunder. Die Gäste dominierten das Geschehen und die Gastgeber ärgerten sich über so manche vertane Chance. Sie sorgten allerdings auch für einige Hingucker. Das Publikum war auf jeden Fall alles andere als gelangweilt und der Fanclub sorgte mächtig für Stimmung. Letztendlich siegte Aue 28:18 und zieht damit ins Sachsenpokalfinale ein. Das Spiel ist jetzt abgeschrieben, wir denken ans nächste Spiel. In der Verbandsliga steht der BSV Limbach-Oberfrohna hinter Freiberg auf Platz 2 und möchte alle restlichen Spiele jetzt noch gewinnen und dann schauen wir, wo wir in der Tabelle dann rauskommen. Und in welcher Liga im nächsten Jahr gespielt wird. Wenn etwas in den Keller geht, dann muss das nicht immer bedeuten, dass es bergab geht, wie man am 26. März im Keller des Schlosses Augustusburg sehen konnte. Dort ging sozusagen die Sonne für ein neues Kulturdenkmal auf, für das Pascal Kaufmann, Kirchenmusiker und Gründer der Jungen Philharmonie Augustusburg, von der sächsischen Ministerin für Kultur und Tourismus Barbara Klepsch einen Fördermittelbescheid in Höhe von 800.000 Euro überreicht bekam. Den Rest des 1,2 Millionen Euro Projektes steuert die Sparkassenstiftung bei. Sparkassenvertreter hat man zwar mit großen Zahlen zu tun, aber wenn man die dann hier hört, die hier zur Diskussion dann zunächst mal anstanden, dann schluckt man erst mal, das ist ein Brocken. Aber wir haben das ja dann zusammen mit vereinten Kräften
aufgestielt. Ich glaube, alle Anwesenden wissen, was ich meine. Wenn man in der Kirche ist, nach einem Konzert dann die Orgel besichtigen darf und man erlebt Herrn Kaufmann, wie er leibt und lebt, begleitet von Herrn Dr. Moser, gespickt mit frischen, innovativen Gedanken und die Jugendlichkeit, die dann auch bei den Akteuren aus Jugend musiziert, da diese Kirche ausfüllt, ja, da kann man gar nicht anders, ne, als sich mitreißen lassen. Für das Projekt Orgelinstallation 360 Grad Klangwelt. Unsere große Investition hier in Augustusburg, die mit sehr viel Geld umgesetzt werden wird, das ist uns allen sehr bewusst. Wir werden damit sehr, sehr verantwortungsvoll umgehen. Die wird dafür sorgen, dass dieses Projekt sehr, sehr viele tausende Menschen erreichen wird. In Form von Bildungsangeboten wie Orgelbau als traditionelles Handwerk oder klassische Musik. Wir haben die nötigen Kontakte alle schon da zum Gymnasium, zu ganz viel umliegenden Schulen. Das Interesse an Orgelführungen spüre ich jede Woche, wo Familien auch vorbeikommen, ab und an auch vor verschlossener Kirchentür aktuell noch stehen. Mit den Klängen einer neu gebauten alten Orgel, die unsichtbar sein wird, sollen ebenso konfessionslose Personen einen Zuspruch in unserer Kirche erhalten. Denn das Altargemälde, das ist kein Geheimnis, es strahlt einen ganz besonderen Zuspruch und den Appell an Nächstenliebe aus. Für die umfassend geplanten Veranstaltungen wird es einen großen Raum geben, dass auch viele Menschen zueinander finden, die sich bisher eben noch nie gegenüberstanden. Wir bringen hier Menschen zusammen, das war schon immer auch unser Anspruch bei den Konzerten des Augustusburg Musiksommers. Im Orchester kommen viele Jugendliche zusammen, die noch nie einander Kontakt hatten, die sich dann näher kennenlernen. Und so haben wir insgesamt ein dreigeteiltes Nutzungskonzept aus Tourismus, Bildung und Kirchenmusik und stets steht immer die Begegnung von Menschen im Vordergrund. Was die technische Seite der 360-Grad-Klangwelt betrifft. Wir werden es schaffen, dass an insgesamt 6 verschiedenen Standorten in der Stadtkirche St. Petri Orgelklänge zu hören sind und diese werden alle gemeinsam gleichzeitig ansteuerbar an einem elektrischen Generalspieltisch, sodass ein einzigartiger 360-Grad-Raumeffekt entstehen wird. Warum ist das einzigartig? Man könnte doch sagen, okay, in den ganz großen Kathedralen gibt es doch auch manchmal 2, 3 Orgeln, die zusammengeschlossen werden. In den Kathedralen hat man immer den Effekt, dass sich natürlich in der großen, saftigen Akustik alles sofort zu einem Raumklang zusammenschmilzt. In der Stadtkirche haben wir den Effekt, dass wir die nötigen 2, 3 Sekunden Nachhall haben. Es ist genau der perfekte Ort für dieses Vorhaben. Aber man wird auch ganz exakt lokalisieren können, wo kommt wirklich was her. Und das reicht eben nicht nur von der Altarorgel, die unsichtbar hinter dem Altar steht, bis zur Hauptorgel als großen Partner, sondern die Leute werden tatsächlich auch auf Orgelpfeifen sitzen können, weil wir im Emporenboden bis zu 10 Meter lange Pfeifen waagerecht einziehen werden, sodass man also nicht nur Orgel hören und Orgel genießen kann, sondern man kann Orgel spüren. Die tiefen Frequenzen wird man tatsächlich am Körper spüren können. Zudem wird es etwas für die Augen geben. Wir machen die Rückwand der Altarorgel tatsächlich in Teilen transparent, sodass auch Schulklassen, Familien später barrierefrei den Zugang haben, hinten in eine Orgel schauen zu können, um zu sehen, wie funktioniert eigentlich Orgel. Die Besonderheit wird die rundum stilistische Einheit sein. Ganz in Tradition der Hauptorgel, die mit ihrem spätromantischen Klangkonzept von 1896 eine ganz, ganz wunderbare Fortführung erfahren wird. Wir werden einzigartig neue Panflötenklänge, Glockenklänge, Englisch Horn, ganz viele Orchesterklänge in Zukunft hören können, sphärische Registerstimmen, wo also Pfeifen in identischer Länge gemeinsam angesteuert werden können und trotzdem unterscheidet sich die Pfeiflänge nur so minimal, dass eine Art Verstimmung entsteht. Wir sprechen im Orgelbau von sogenannten Schweberegistern. Da gibt es meistens immer nur eins pro Orgel. Wir haben hier dann in Zukunft 4 solche ganz unterschiedlich klingenden Schweberegister, die tatsächlich dafür sorgen werden, dass eben der Orgelgang nicht starr bleibt, sondern wir gehen den nächsten Schritt im Orgelbau auch und gehen ins 21. Jahrhundert und sagen, der Orgelklang muss lebendig werden. Die denkmalgeschützte Hauptorgel bleibt erhalten. Es wird eine pneumatische und eine elektrische, eine sogenannte Doppeltraktur geben. Das ist extremst selten.
und birgt die große Herausforderung, dass zwei getrennte Systeme natürlich funktionieren müssen. Das werden wir schaffen, weil wir dazu eine Machbarkeitsstudie extra gemacht haben. Deswegen an dieser Stelle nochmal den großen Dank an die Sparkasse Mittelsachsen. Und der Reiz ist natürlich darin jetzt auch begründet, dass wenn einmal Stromausfall ist, dann können wir das genauso machen, wie es vor vielen, vielen Jahren schon mal der Fall war. Dann können wir zwei Personen aus der Hochzeitsgesellschaft abziehen, die Bälge treten lassen und dann wird auch in Zukunft noch der traditionelle alte Spieltisch herhalten und die Orgel wird auch bei Stromausfall tatsächlich zum Klingen kommen können. Wie die Ministerin betonte, ist sie dankbar und stolz. Wenn ich gerade auf dem Bereich, im Bereich Kultur, im Bereich Tourismus weitere Projekte, weitere Ideen mit unterstützen und mit begleiten kann. Und hier ist ein weiteres Leuchtturmprojekt, was vorangebracht werden kann. Ein anderes ist der seit 2019 veranstaltete Augustusburger Musiksommer. Also ich möchte an dieser Stelle all den Mitstreitern Danke sagen, dass ihr da seid, dass ihr Kultur in den ländlichen Regionen nicht nur lebendig haltet, sondern dass ihr gerade Leuchttürme wirklich zum Strahlen bringt, weit über unsere Landesgrenze, weit über unsere Grenze Deutschlands hinaus. Und das sucht seinesgleichen und dafür an dieser Stelle all denen, die das mitbegleiten, ein großes Kompliment, ein großes Dankeschön. Pascal Kaufmann bedankte sich für die Unterstützung, die das Projekt 360 Grad Klangwelt von vielen Seiten erhält.